Aus unserem Beitrag zum Bremsmodulator komme ich zurück auf das Stichwort Systemcheck, bei dem bekanntlich im Modulator alle verbauten Magnete, aber auch alle optional extern verbauten Magnetventile geprüft werden. Hier zur Erinnerung nochmal die dazugehörige Geräuschkulisse. Und ich möchte Ihnen heute die prinzipielle Wirkungsweise eines Magnetventils näher bringen. Bitte aber schon mal vorab um Nachsicht, denn auch beim Magnetventil, genau wie seinerzeit beim ABS-Sensor, geht es nicht ganz ohne staubtrockene Physik. Und da auch beim Magnetventil von außen nicht wirklich viel zu erkennen ist, habe ich mich auch für dieses Thema in meinem Krone-Atelier intensiv für euch verausgabt. Hier ist das Ergebnis. Im unbestromten Magnetventil drückt die Stahlfeder oberhalb des Eisenzylinders und natürlich auch die Luft in Kammer 1 das Ventil sauber in seinen Sitz. Kammer 1 und Kammer 2 sind voneinander getrennt. Wenn ich nun die Spule mit Strom beaufschlage, verhält sich die Spule wie ein Dauermagnet, zieht den Eisenzylinder nach oben, drückt dort die Feder zusammen, das Ventil sitzt frei und die Luft von Kammer 1 kann in Kammer 2 strömen und von dort aus zum Beispiel einen Luftfederbalg versorgen. Klassischer Anwendungsfall ist die bereits bei Krone TV beschriebene dynamische Radstandsregulierung DWC, die bekanntlich bei unseren Fahrzeugen optional verbaut werden kann.